Es war einmal ein Mädchen. Und sie hatte so schöne und lange Haare, dass jeder, der sie sah, ihre Augen nicht abwenden konnte. Die Stränge waren so leicht, nur golden. Deshalb nannten sie sie Goldlöckchen. Bei aller Schönheit war sie ein sehr ungezogenes kleines Mädchen. Mama erlaubte ihr immer, in den Hof zu gehen, befahl ihr jedoch, nicht in den Wald hinter ihrem Haus zu gehen. Goldlöckchen waren sehr interessiert zu wissen, was in diesem Wald ist. Und so, während Mutter nicht sah, verließ sie irgendwie das Haus in den Wald. Das Mädchen ging lange im Wald spazieren. Entweder findet er eine Beere, schaut sich dann eine schöne Blume an und hört dann zu, wie die Vögel singen. Also hat sie sich im Wald verlaufen. Und plötzlich sah sie ein ungewöhnliches Haus auf einer Lichtung. Goldlöckchen näherten sich ihm leise. Ich ging herum, sah aber niemanden. Sie klopfte an die Tür, aber niemand antwortete. Dann klopfte sie heftiger und die Tür öffnete sich. Goldlöckchen traten vorsichtig ein. In diesem Haus lebten drei Bären. Ein Bär war Vater, groß und zottelig. Der andere war eine Bärenmutter. Es war kleiner. Der dritte war ein kleines Bärenjunges. Die Bären waren nicht zu Hause, weil sie im Wald spazieren gegangen waren. Das Mädchen betrat den Raum und sah drei Schalen Brei auf dem Tisch. Die erste Schüssel, die größte, war der Papa-Bär. Die zweite Schüssel, die kleinere, war der Mutterbär und die dritte, die kleinste, war das Bärenjunges. In der Nähe jeder Schüssel lag ein Löffel, groß, mittel und klein. Goldlöckchen waren so hungrig, dass sie zuerst aus einer großen Schüssel essen wollte. Sie nahm den größten Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu heiß. Dann nahm sie einen mittleren Löffel, nahm den Brei, probierte ihn, aber der Brei war zu kalt. Schließlich nahm sie einen kleinen Löffel und probierte den Brei aus der kleinen Schüssel. Dieser Brei war weder heiß noch kalt, genau richtig. Und Goldlöckchen aßen den ganzen Brei aus der kleinen Schüssel. Nach dem Essen wollte das Mädchen sitzen und sah drei Stühle in der Nähe des Ofens, einen großen, einen kleineren und einen dritten, sehr kleinen, mit einem kleinen roten Kissen. Zuerst versuchte sie, auf den größten Stuhl zu klettern, konnte es aber nicht. Dann versuchte das Mädchen, sich auf den mittleren Stuhl zu setzen, aber es war sehr schwer und unangenehm. Schließlich setzte sie sich auf den kleinsten Stuhl und es war genau richtig für sie. Goldlöckchen mochten den Stuhl so sehr, dass sie anfing, darauf zu schwingen. Der Stuhl knackte, brach und sie fiel zu Boden. Das Mädchen stand auf und ging in ein anderes Zimmer. Es gab drei Betten, groß, mittel und klein. Zuerst kletterten Goldlöckchen auf das erste Bett, aber es war zu hoch und zu hart. Ich legte mich auf die mittlere, sie war zu geräumig und weich. Das Mädchen legte sich auf das dritte, kleinste Bett. Sie war genau richtig für sie. Goldlöckchen fühlten sich so wohl und gemütlich, dass sie schnell einschlief. Das Mädchen schlief tief und fest, als die Bärenfamilie nach Hause zurückkehrte. Die Bären wurden sehr hungrig und gingen sofort zum Tisch. Als Papa Bär seine Schüssel sah, wurde er wirklich wütend. Jemand hat meinen Brei gegessen. Er knurrte. Die Bärin schaute auch in ihre Schüssel und knurrte weniger laut. Jemand hat auch aus meiner Schüssel gegessen. Und das Bärenjunges, das seine leere Schüssel sah, rief laut: Jemand hat nicht nur aus meiner Schüssel gegessen, er hat meinen ganzen Brei gegessen. Die Bären rochen, dass etwas nicht stimmte, verließen den Tisch und begannen sich umzusehen. Papa Bär bemerkte, dass jemand seinen Stuhl bewegte und knurrte mit schrecklicher Stimme: Jemand saß auf meinem Stuhl. Die Bärenmutter schaute auf ihren Stuhl und beschwerte sich: Jemand saß auf meinem Stuhl und schob ihn von seinem Platz weg. Und dann schaute der Bär auf seinen kaputten Stuhl und rief erneut laut: Jemand hat nicht nur auf meinem Stuhl gesessen, sondern ihn kaputt gemacht. Alle drei Bären gingen vorsichtig ins Schlafzimmer. Jemand lag auf meinem Bett und zerknitterte es. Papa Bär brüllte mit schrecklicher Stimme. Und jemand lag auch auf meinem Bett und zerknitterte es, knurrte die Bärenmutter.
Der Teddybär schaute auf sein Bett und rief erneut, jemand lag auch auf meinem Bett. Und dann sah er das Mädchen und quietschte mit dünner Stimme und schläft immer noch in ihr. Vater und Mutterbären gingen zum Bett und sahen, dass ein kleines Mädchen dort schlief. Goldlöckchen erwachten aus dem Schrei eines Bärenjungen und waren sehr verängstigt. Drei Bären standen vor ihr. Sie sprang sofort aus dem Haus und rannte, wohin auch immer ihre Augen schauten, ohne sich umzusehen. Das Mädchen rannte lange, sie war sehr müde und dann sah sie ihre Mutter, die im Wald nach ihrer vermissten Tochter suchte. Seitdem hörte Goldlöckchen immer auf ihre Mutter und tat nichts ohne ihre Erlaubnis. Sie wurde ein sehr gehorsames, freundliches und gutes Mädchen. An Heiligabend freuten sich Fritz und Mary darauf, ihre Geschenke auszupacken. Plötzlich klopfte es an der Tür. Es war ihr Onkel mit ein paar Geschenken in den Händen. Die Kinder freuten sich sehr, ihn zu sehen. Dann packten sie die Geschenke aus. Mary bekam ausgefallene Puppen, Spielzeuggeschirr und ein wunderschönes Seidenkleid. Fritz bekam auch, was er wollte, ein prächtiges Pferd und einen Mäusekönig. Mary bemerkte, dass sich unter dem Baum ein Soldat befand. Es war der Nussknacker, der entwickelt wurde, um harte Nüsse sauber zu zerkleinern. Das Mädchen mochte es wirklich. Aber Fritz sagte, es sei sein Geschenk und versuchte, es seiner Schwester abzunehmen. Die Kinder streckten den Nussknacker so weit, dass sie ihm den Arm abrissen. Das kaputte Spielzeug wurde für den Jungen unnötig. Mary war sehr verärgert und brach in Tränen aus. Aber mein Onkel konnte den Soldaten reparieren. Das Mädchen war glücklich und umarmte ihn sanft. Der Tag war sehr beschäftigt, sodass sie bald müde wurde und direkt unter dem Baum einschlief. Während ihres Schlafes hörte Mary seltsame Geräusche. Sie waren wie Mausaufheben. Das Mädchen öffnete die Augen. Die Gegenstände im Haus schienen viel größer zu sein, als sie waren. Und der Baum, unter dem sie einschlief, wurde absolut gigantisch. Mary erkannte, dass nicht die Objekte zugenommen hatten, sondern dass sie abgenommen hatte. Plötzlich erschien der Mäusekönig mit seiner Armee vor den Augen des erstaunten Mädchens. Mary war sehr verängstigt und wollte weglaufen. Aber die riesigen Mäuse hielten sie auf. Und dann geschah ein Wunder, der Nussknacker sprang auf und packte das Mädchen. Sie kletterten sofort den Baum hinauf zum Bücherregal und kamen zu Fritz' Spielzeug. Es gab eine ganze Sammlung von Zinnsoldaten. Der Nussknacker rief um Hilfe. Die Soldaten sprangen sofort auf und rannten ihm nach. Der Nussknacker übernahm das Kommando über die Armee und die Soldaten begannen, gegen die Armee des Mauskönigs zu kämpfen. Der Kampf zwischen Spielzeug und Mäusen war heftig. Aber leider gab es zu viele Mäuse und die Armee des Nussknackers begann eine Niederlage zu erleiden. Mary sah das und rannte aus ihrem Versteck. Sie warf ihren Schuh auf den Mäusekönig und schlug ihn direkt in den Kopf, und er fiel bewusstlos zu Boden. Der Rest der Mäuse erkannte, dass die Schlacht verloren war und rannte in alle Richtungen davon. Mary rannte zum Nussknacker, aber er war bewusstlos, da er vom Mäusekönig schwer verwundet wurde. Das Mädchen dachte, er sei tot und begann bitterlich zu weinen. Und plötzlich erschien hinter Mary eine wunderschöne Fee. Sie beschloss, dem Mädchen zu helfen. Mit einer Welle ihres Zauberstepps belebte sie den Nussknacker wieder. Mit einer zweiten Welle ihres Zauberstepps verwandelte die Fee den Soldaten in einen hübschen Prinzen. Mary und Nussknacker sahen sich mit liebevollen Augen an und konnten ihre Augen nicht abwenden. Mit einer Welle ihres Zauberstepps transportierte die Fee das verliebte Paar zum dritten Mal in das Königreich der Süßigkeiten. Die Bäume dort bestanden aus Süßigkeiten und die Blumen bestanden aus Marmelade. Es war ein wunderbarer Ort. Mary schloss vor Vergnügen eine Sekunde lang die Augen. Und plötzlich hörte sie die Stimme ihrer Mutter, die sie beim Namen nannte. Das Mädchen öffnete die Augen und sah ihre Mutter, die sie verwirrt ansah. Mary konnte auch nicht verstehen, was geschah. Das Mädchen erzählte von ihrer wundervollen Reise, aber ihre Mutter lächelte nur süß. Dann sah Mary den Zinnnussknacker in ihren Armen. Und dann wurde ihr klar, dass sie die ganze Nacht unter dem Baum geschlafen hatte und alles, was mit ihr geschah, nur ein lebhafter Traum war. Einige Jahre später besuchte der Neffe ihres Paten Mary und Fritz.
Sobald er das Haus betrat, fiel das Mädchen überrascht fast zu Boden. Der Junge sah aus wie der Nussknacker als zwei Tropfen Wasser. Er mochte Mary auch auf den ersten Blick. Nach einiger Zeit heirateten sie und lebten nicht schlechter als im magischen Königreich der Süßigkeiten.